Mickey mit der rote Haar. Moment, falsches Genre, falscher Film und überhaupt. Wie auch immer, Chucky, die Mörderpuppe, ist zurück. Nun ja, das wissen wir seit im Grunde 1990. Und von 1992 bis 2013 war der zweite Teil der Chucky-Serie auch indiziert und erhielt später jedoch in der ungeschnittenen Fassung eine FSK ab 16 Freigabe. Gleiches ist mit Chucky Teil 3 passiert, der aus dem Jahre 1991 kommt und der erst in einer zensierten 16er VHS-Version erschienen ist und war von 1993 bis 2013 indiziert und bekam dann von der FSK im Dezember 2013 einen schönen roten FSK ab 18 Sticker. Beide Teile wurden bereits von Bühnenblatt im März 2020 in zwei Mediabooks und in einer großen Hardbox. Warum habe ich mir die eigentlich nicht geholt? Ah ja, weil die ebenfalls schnell vergriffen war. Auf Blu-ray veröffentlicht und bei Teil 2 wurde für diese Edition eine alternative deutsche Synchronisation angefertigt, in der Chucky von Tobias Meister gesprochen wird, der ihn schon in den Teilen 1 und 3 gesprochen hat. Es war keine komplette Neusynchronisation, sondern es wurde nur die Figur von Chucky neu synchronisiert und ab dem 15. April 2021 bringt das Label Birnenblatt eben auch, beziehungsweise hat das Label Birnenblatt auch in der jetzt dritten und vierten Ausgabe von den absolut wunderschönen Piece of Art Boxen Child's Play 2 und 3 oder eben Chucky 2, die Mörderpuppe ist zurück, und Chucky 3 geholt. Und ich weiß, es sieht jetzt hier ein bisschen weit weg aus, deswegen bringe ich jetzt hier einmal in den Sonnenschein die Piece of Art Box zu Child's Play 2. Schaut euch dieses wunderschöne gezeichnete Coverartwork an. Der Spine fortlaufend mit dem Backcover, ebenfalls wunderschön gezeichnet. Hier nur ein leichter, minimalistischer Hinweis, dass es sich hierbei um die Piece of Art Box handelt. Und wenn man jetzt das hier öffnet, bekommt man hier diesen leichten Umschlag, der die richtige Größe hat, dass man es einfach in das Innenleben hineinlegen kann, wo wir im Grunde noch einmal das schöne Back-Artwork zu sehen bekommen mit der Inhaltsangabe, hier die Informationen, hier etwas in Glitzer, die Nummerierung, ich habe hier die Nummerierung 105, falls man das nicht lesen kann, und hier unten den Hinweis, es ist eine FSK ab 16, und hier der Hinweis, es ist die Piece of Art Box Nummer 3 und wir haben hier eine Limitierung auf 1000 Stück und eben, es wurde von Birnenblatt produziert. Schauen wir uns jetzt, wenn wir jetzt einmal dieses Folder vorsichtig zur Seite geben, haben wir hier zum einen diesen klassischen Schutz, der in jeder Piece of Artbox drinnen ist, der das alles ein bisschen schön auspolstert, was ich auch wundervoll finde. Und wir haben hier wieder im schönen Schwarz-Weiß gehalten ein Booklet, was sich sehen lassen kann. Ich meine, schaut es euch nur einfach mal die erste Seite an. Das Papier greift sich fest, es ist rau und es sieht das schön aus. Und hier wieder ein schönes gehaltenes Booklet. Nicht so viel Text, aber schön gestaltet, schön übersichtlich. Das sieht wundervoll aus und beim Durchblättern allein bekomme ich Bock drauf, diesen Film hier anzuschauen. Die Booklets bei den Piece of Art Boxen zu Dawn of the Dead und Lost in Translation waren absolut großartig. Vor allem das Lost in Translation fand ich herrlich. Und was ich auch so großartig finde bei diesen Piece of Art Boxen, auch das Innenleben hat ein wunderschönes Artwork. Da passt einfach alles, mit Ausnahme vom FSK ab 16 Flatschen. Das sieht alles so schön aus. Und eben, man kann das hier einfach schön das Booklet reinlegen. Zack. Gibt hier den Schutz drauf, zack, und man kann hier schön das Folder, das passt hier perfekt rein.
da wurde mitgedacht bei Birnenblatt. Das sieht wundervoll aus und ich finde diese Piece of Art Boxen einfach eine willkommene Abwechslung, um nicht auf Steelbook oder Mediabook zurückzugreifen. Es ist eine kostengünstige Alternative, will ich sogar sagen, denn die Piece of Art Boxen sind im Vergleich zu Hardboxen und auch Mediabooks wesentlich kostengünstiger und sie sehen aber trotzdem so großartig aus und machen sich einfach wundervoll im Regal. Und ja, also Child's Play 2 sieht schon großartig aus, das kann man hier schon so sagen. Jedoch, Child's Play 3 bzw. Chucky 3 übertrifft das alles um Längen. Schaut euch dieses grenzgeniale Coverartwork an. Schaut euch die Details an. Das ist einfach wunderschön allein zum Anschauen. Hier ein leichter Gloss-Effekt oben. Hinten wieder ein schönes Backcover, was eben fortlaufend ist, wie man hier sehen kann. Das sieht wunderschön aus. Und innen drin haben wir wieder eben diesen kleinen Folder, der perfekt reinpasst, wieder mit den identischen Informationen wie zuvor bei Child's Play 2. Hier eben, wenn ihr seht, es ist hier die Limited Edition, wieder hier die Nummer 105, es ist die Piece of Art Box Nummer 4, 1000 Exemplare und eine FSK ab 18 haben wir hier am Start aus dem Hause Birnenblatt, der Folder und eben auch hier drin. Wenn wir das jetzt hier wieder zur Seite geben, diese kleine Stoffpolsterung. Und wo man glauben könnte, das Booklet ist verkehrt herum, aber das passt schon so. Das sieht wundervoll aus. Und wieder hier ähnlich gestaltet wie bei Child's Play 2. Meine Vermutung ist jetzt diese. Wenn sie jetzt Child's Play 2 und 3 in der Piece of Art Box rausbringen, kann ich mir denken, dass sie auch die restlichen Teile in der Piece of Art Box rausbringen. Und ich würde das begrüßen, denn dann müsste ich mir jetzt nicht den Rest irgendwo anders herholen. Ich würde das großartig finden. Ebenso großartig wie ich, wie in Child's Play 2 hier, das Innenleben mit, in Kombination mit der Disc finde. Das sieht sowas von wunderschön aus, dass sich hier das absolut abgleicht und dass hier vor allem hier wirklich die Übergänge absolut perfekt sind, wie ich finde. Das macht Spaß zum Anschauen. Das lässt den Sammler von heute glücklich sein. Und also ihr seht es jetzt noch nicht, weil hier noch die Wall of Emerace davor ist, aber ich habe im Hintergrund bereits angefangen, mein DVD-Regal auszuräumen, weil ich dann halt das alles auch einsortieren muss. Das wird eine Tagesaufgabe, aber ich freue mich drauf, gleich wie ich mich eben über diese zwei wunderschönen Editionen der Piece of Art Box freue. Und ich freue mich doppelt und dreifach, nicht nur, dass ich die in meiner Sammlung habe, nicht nur, dass ich die gleiche Nummer von denen habe, sondern ich freue mich auch jetzt schon auf Oktober, denn da kommt die nächste Piece of Artbox zu die Klapperschlange raus und auf das freue ich mich doppelt. Und ich freue mich vor allem darauf, dass auch ich vom werten Alex von Pretz Media eine Ersatzhülle zu meiner ramponierten Dawn of the Dead Box bekomme. Und was ich dann mit zwei Dawn of the Dead Piece of Artbox mache, das werden wir sehen. Aber in der Zwischenzeit genießen wir noch einmal ganz kurz im schönen Sonnenschein wieder diese schönen zwei Piece of Art Boxen von Birnenblatt.